Muss noch hier der Kopf unter uns. La 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 la. Ja, ich bin schon in weihnachtlicher Stimmung, so ist das halt. Anfang November geht er los. Nee, eigentlich nicht, aber ich weiß mir gar nicht anders zu helfen. Kennt ihr das nicht auch, wenn ihr Angst habt? Denn dann, das ist eigentlich eine ganz menschliche Regel. Man summt einfach vor sich hin, da steht eine Statue, die muss ich mir wegnehmen. Und dann summt man nämlich vor sich hin, damit einem nicht auffällt, wie viel Angst man hat. Ja. Ey, mach mal. Ist das Zelda eigentlich gerade besonders? Nein, ich werde belästigt. Eigentlich kann die da voll unter durch. Boah. Krasse Scheiße. Geht einfach wieder. Nimm mal schnell deinen Schlüssel mit. Mach mal. Ah, ich war's nicht. Hilfe. Och, hör auf. Stopp. Au. Nur. Erstmal hier überall lang rennen. Scheißegal. Ey, na geil. Ich weiß auch gerade gar nicht, was hatten die ganzen Fallen ausgelöst. Bin ich hier durch solche Drähte gerannt oder was? Mir war das gerade irgendwie egal. Ich habe gehofft, durch irgendein Wunder komme ich da einfach auf der anderen Seite an. Hätte ja klappen können. Hätte. Ey, ehrlich. Ist jetzt wenigstens, habe ich jetzt die Statue wenigstens schon mal. Wir werden es gleich wissen. Weil das nehme ich definitiv erstmal noch mit. So. Nee, schade. Ich weiß nicht, kann ich mich vor denen irgendwie verstecken oder was? Oder haben die einen vorgegebenen Weg oder so? Noch für Geräusche. Nein, du hast mich nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, können die Viecher eingebaut. Au! Wo kommst du denn her? Ach scheiße, such dir doch mal andere Hobbys. Warte. Alter! Das war jetzt eine Bombenfalle, ne? Wo ich gerade durchgerannt bin. Meine Güte. Ich sehe so wenig. Ich bin blind im Dunkeln. Ist ja ätzend. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite. Auf Teufel komm raus. Ich könnte das jetzt auch hier liegen lassen, ne? Könnte, muss aber nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Soll ich nicht? Rein theoretisch könnte ich es gebrauchen. Vielleicht sterbe ich aber auch gerade und gleich macht das wieder voll umsonst. Bevor ich jetzt die Dings damit nehme, gucke ich mich aber erstmal nach dieser komischen Bombe um. Also nach dem Stolperdraht, weil da ist doch bestimmt ein Stolperdraht. Hau ab. Ihr wisst auch nicht genau, wo hin, ne? Au! Ist da so weh getan. Ja, oh, hier ist er. Das ist natürlich aber schlecht. Aber ich bin, warum auch immer, auf der anderen Seite. Ey, ich weiß, ich hab die Dings jetzt nicht, ne? Ey, so hart schon wieder. Aber ich bin gerade auch einfach froh, wenn ich auf die andere Seite komme, wenn ich ehrlich bin. Ja, egal. Wir nehmen das hier an. Nee, nicht da durchlaufen. Nicht da durchlaufen, bist du verrückt. Komm schon, lass mich doch einfach so lange in Ruhe.
Ich weiß, jetzt habe ich ja. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ne? Ich möchte gern zurück, ich will den Schlüssel. Die Frage ist nur, ob der Schlüssel sich lohnt und kann ich die Bomben jetzt überhaupt noch auslösen? Wow! Hey, yo. Also egal wie, ich kann das offensichtlich schon noch. Ey, saugeil, Alter. Ich weiß, das ist total doof, was ich hier gerade mache, aber hey. Man gönnt sich sonst keinen Spaß. Nein! Stopp! Scheiße. Ey, den konnte ich mir jetzt nicht klemmen, tut mir leid. Schade. Nee, ich war schon hinten. Ich hätte weitergehen können. Schade, aber ich konnte mir das nicht klemmen. Ich musste. Ich hätte es mir nie verziehen, hätte ich das nicht ausprobiert. Ich nehme die jetzt gleich mit und versuche dann durchzukommen. Weil ich bin mir sicher, wenn ich hinter der Tür bin und dann kommt der Speicherpunkt da, dann geht die Tür zu. Dann gibt das kein Zurück mehr. Das wäre zu einfach. Und ich würde so lachen, wenn das Spiel das dann trotzdem macht, dass die Tür offen ist, nachdem der Speicherpunkt kommt. Das wäre Hammer. So, aber im Großen und Ganzen weiß ich ja, worauf ich achten muss. Jetzt krieg ich das bestimmt hin. Ich muss nur schnell die Dings hier noch. Ich meine, ehrlich, so schwer kann es doch nicht sein. Da. Aua. Ich meine, das einzige Gute ist ja, ne, die Dinger können wir überleben eine Weile. Los, spuck nochmal Feuer. Au! Ach! Hör auf zu brennen! Ah! Geile Scheiße. Oh, das war kacke. Das war vorhin echt nur so ein Glücksgriff, ne? Ja, ich danke dir und ja, dir noch einen schönen Abend und so, ne? Und danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und klar hören wir uns. Wochenende kriegen wir das bestimmt hin. So, und nochmal von vorn. Wir klauen jetzt das, wir klauen das nächste. Von Ausbeute hier, ne? Macht sich das gar nicht verkehrt. Okay. Boah, warte doch kurz. Schade. Schade. Ich glaube, daran hänge ich noch eine Weile. Selber schuld. Ich war doch schon auf der anderen Seite. Ich sehe gerade, Ria ist auch gar nicht mehr da. Die doofe Pappnase. Die sagt auch nie Bescheid. So, na gut. Und nochmal, in der Hoffnung, dass ich es jetzt hinkriege. So, dann sind wir nämlich schon mal einen weiter.
So. Scheiße, auch hier geht's nicht lang. Ich frage mich auch, sind das alles Sprengfallen oder was? Ich weiß das gar nicht gerade. Okay. Der hätte auch nicht gefunden. Alter! Mein Herz! Mein Herz! Jo, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist ganz gut so eine Gipsy. So, und jetzt hier schnell vorbei. Schnell, das Stück. Stopp. Jetzt mal hoffen, kommen, lass mich so lange in Ruhe. Aber jetzt haben wir wenigstens alles mitgenommen, soweit ich das gesehen habe. Und das ist doch schon mal Gold wert. Oder sagen wir noch hier in der Ecke, was sieht das nicht so aus? Und nee, komm. Nein! Ah, scheiße, wäre ich doch da bloß nicht hingegangen. Ah, verdammt. Das war gerade ärgerlich. Jetzt hatte ich schon alles und alles mitgenommen. Mist. Ah, verdammt. Okay, und nochmal. Weil ich heute keine anderen Hobbys habe. Ich weiß, ich war jetzt schon zweimal eigentlich wegen meiner eigenen Doofheit, bleibe ich eigentlich hängen. Also ja. So. Ich weiß gar nicht, kriegt man die Dinger eigentlich kaputt? Bekommst du meine Nachrichten? Welche Nachrichten denn? Die jetzt habe ich gelesen. Aber welche Nachrichten meinst du denn? Wo denn? Du stellst mir gerade Fragen. Geht das kaputt? Ach, erzähl keinen Scheiß. Ich krieg die Dinger kaputt. Jetzt warte ich, bis der hier nochmal kommt. Ich kann die Dinger kaputt schießen. Ich krieg eine Krise, ne? Warum bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen? Ey, warte. Ich muss auf die Idee kommen, dich kaputt zu schießen. Also bleib mal stehen. Scheiße. Kackding. Nun komm schon. Ich meine, so spare ich auch wieder Energie, ne, davon mal ab. Die meinte, ich habe die ganze Zeit geschrieben, aber auf einmal sagte sie, dass ich raus sei. War aber nicht raus. Ja, keine Ahnung, du wurdest mir nicht mehr angezeigt und du hast ja auch die ganze Zeit vorher nicht auf irgendwas reagiert. Nö, also jetzt lese ich das. Du siehst das doch im Stream immer, ob ich eine Nachricht bekomme. Das leuchtet doch oben in der Ecke dann auf. Ich meine, selbst wenn, ich mache mir da eigentlich keinen Kopf, du bist öfter dann mal irgendwie kurz raus und dann mal wieder drinnen und mal wieder raus und mal wieder drinnen. Ist halt nur immer doof, weil wenn ich dann weiß, du bist da, ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Ne, denn, aber man redet ja mit dir. Du bist schließlich mein Mod. Bei jedem anderen wäre es mir ja egal. Und auch so ist es nicht schlimm, wenn ich halt weiß, okay, ne. Du bist dann halt mal drin und mal draußen, versteh mal. Also ich meine das jetzt nicht böse, nicht falsch verstehen, ich brenne, ich sterbe. Ah! Hau dir die Scheiße rein! Jawohl. Doch, ich habe geschrieben, wie gesagt, ja, das ist dann echt komisch, weil, wie gesagt, hier kam ja auch nichts an. Wie gesagt, du siehst das doch immer oben in der Ecke, wenn was ankommt. Gerade eben hat es ja auch aufgeblockt. Aber ist ja nun auch nur halb so schlimm jetzt halt. Mensch. Ich muss versuchen, hier jetzt durchzukommen. Oh, da ist wieder ein Stolperdraht, aber wenigstens habe ich die komischen Dingsbumsen jetzt hier halb kaputt gekriegt. Fast kaputt gekriegt, ganz kaputt gekriegt. Sie sind auf jeden Fall nicht mehr so nervig. Ich möchte jetzt hier nämlich gerne weg. Das ist mir hier nicht zu heikel.
die ganz kacke. Halt die Klappe! Ich hab doch wirklich den Schreck gekriegt. Na los, komm wieder raus. Also erstmal raus, dann mach ich mich da und dann muss ich mir. Nee, egal, ich bin ja da. Ja, wie gesagt, Alti, ich nehme das noch gar nicht übel. Oh, jetzt hab ich schon wieder nicht aufgepasst, ich krieg eine Krise! Ah! Jetzt krieg ich hier gleich ein Grab! Alles wird gut. Nur nichts besser. Bah! Wie gesagt, ich nehme dir das auch gar nicht übel, Alti. Meine Fresse, ich muss einmal schon trinken. Ey, langsam kriege ich auch einen kleinen Kollaps, ne? Ich überlege schon, wenn ich die Folge bei Dings hochlade, dann muss ich, glaube ich, ich hau hier einen Zeitraffer rein, ohne Scheiß. Meine Fresse! Ria, denn jetzt, ne, wenn du jetzt nu, ne, wieder da bist, jetzt erzähl mir doch mal endlich mal, ob deine 15 Kapitel, eine Aussage oder eine Frage waren. Weißt du das genau, oder war das auch nur eine Frage, ob es so viele sind? Das habe ich dich vorhin schon dreimal gefragt. Ich will eine Antwort! So, da, ich mache euch jetzt voll kaputt gleich. Au! Echt jetzt? Geh doch jetzt kaputt. Mann, ich hasse dich, du Kackvieh! Boah. Ich glaube es, alles klar. Tust du mir denn mal einen Gefallen? Wärst du so lieb und oder kannst du das gerade irgendwie fix mal nachgucken, wie viel Kapitel es hat? Weil es würde mich mal langsam echt interessieren. Weil ich ja, wie gesagt, schon recht weit war, glaube ich, zumindest. Oder zumindest ja schon ziemlich viele jedenfalls halt gespielt habe. Aber wenn das jetzt mit 15 Kapiteln aufhört, dann war ich ja eigentlich schon am Ende. Ich krieg Krise. Ich meine, das ändert ja auch nichts an der Tatsache, aber ich würde es nur mal gerne wissen. Ich kann auch später selber nachgucken. Nimm das! Warum versuche ich das nicht eigentlich? Das Ding liegt doch hier nicht umsonst. Hat ihn kalt gemacht, ne? Sag ihm. Ich habe dafür jetzt gerade keine Worte mehr. Ich bin einfach still. Mir reicht. Ich gehe in Rente. Echt jetzt. So, dann müsste ich ja jetzt rein theoretisch meine Ruhe haben. Da ich aber wieder alles mitnehmen will, ist das ja jetzt noch nicht gesagt, dass ich überlebe. Oh, warte, hau dir mal erstmal gleich noch einen Stoff rein. Falls doch noch was passiert. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder was? Ich hab doch die... Mutti. Es gibt denn so diese Momente, da verliert man einfach den Geduldsfaden. Da ist man einfach am Ende seiner Kräfte. Ah! Nein, jetzt wissen wir es ja hier, da, komm. Ach, jetzt habe ich hier noch nicht mal welche. Müsste ja auch prickeln. Naja. Ich habe ja zumindest genug davon gesammelt. Hier liegt ja auch einer. Da haben wir schon den ersten. So, ich baue mir jetzt gleich einfach noch zwei, auch wenn ich weiß, ich kriege ja noch einen. So, jetzt leg mich am Arsch, du doofes Spiel. Die einfachsten Sachen manchmal, ne? Macht mich einfach nicht Spaß. Muss ich noch nicht mal genau treffen, ne? Ich krieg eine Krise, Alter. Ich krieg eine Krise. Yep, 15. Tatsächlich. Da wir schon am 13. sind und das hoffentlich bald geschafft haben. Dann muss ich ja im 14. Kapitel oder so nicht weitergekommen sein. Ist ja schön. Also dann weiß ich auch, ich mache das 14. Kapitel heute definitiv nicht.
Erstmal vollkommen Panik geschoben. Es ist gar nichts passiert. Ich muss versuchen zu überleben. Mein Leben ist wichtig. Mach das kaputt, mach das kaputt. Schön, verbrenn doch! Du dämliches Arschloch. Mutti, das Spiel ärgert mich. Okay. Dann warten wir jetzt mal. Aber vorhin habe ich doch auch gedacht, denn okay, naja. Verstehe ich nicht. Ich darf da also einfach schon gar nicht lang rennen. Ich kriege ja jetzt schon eine komplette Krise. Ich will jetzt schon nicht mehr. Aber ich möchte gerne wenigstens das Kapitel noch ordentlich abschließen. Bitte. Alter. Ich weiß wahrscheinlich, dass man... Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Zuschauer, also ihr praktisch, ihr sitzt jetzt einfach da und denkt euch auch so, boah, kriegt ihr Alter das mal hin? Oder ihr feiert euch übelst einen rein. Ganz ehrlich, wenn ihr euch einen rein feiert, dann seid ihr so gemein. Echt jetzt. Ihr lacht über mein Leid. Wenn ihr euch darüber aufregt, dann ist das nicht so schlimm, weil dann regt ihr euch genauso auf wie ich. Aber wenn ihr lacht, dann seid ihr fies. So, das wollte ich euch nur mal sagen, damit ihr es wisst. Ja. Naja. Was soll's? Hier, da, ich mach dich futschi. Guck, 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 guck. Ey, jetzt hab ich den... Oh, zum Glück. Ich dachte gerade, ich hab den jetzt versemmelt, ne? Stopp, warte mal, ich hab da noch keinen gebaut. Bleib mal fluffig da, warte. Vielleicht funktioniert noch ein anderer, aber ich will das jetzt nicht riskieren. Hallo, grüner Dings. Bums. Hä? Wo ist denn der hin? Ist er kaputt? Der ist von alleine kaputt gegangen. Der hat mich nur gesehen und hat schon Schreck gekriegt. Da war er geschockt genug. Ha, ha, ha. Gut. Ich weiß eh, hier will ich nicht lang. Hier liegt der nächste. Brenn! Brenn! Brenn, 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 brenn. Mann, du bist doch so kacke, Alter. Die ganze Zeit hattest du Zeit, hier hinzukommen. Jetzt kommst du hier hin. Mann, Alter. Mach das jetzt schnell. Geh einen Schritt zu und ich bin tot. Es ist so übel. Es ist so übel. Ich weiß auch nicht, was mit dem Spiel nicht stimmt. Echt jetzt? Aber ich habe gerade wenigstens überlebt. Und was macht er denn da auf für Verrenkung auf einmal? Zack, 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 bum, bum, Judo-Rolle und ach, hör auf. Ja. Dann sind wir jetzt also hier. Na, Feuer. Da stehe ich jetzt genau dazwischen. Stehe ich ja gut. Keine Ahnung, kommt hier jetzt gleich wieder was von oben? Dürfte eigentlich nicht. Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist nicht gut. Irgendwas ist explodiert. Das ist auch nicht gut. Aber kann mich definitiv nicht mehr stressen. So. Fick dich. Weg.